Okay, okay. Whoa. Geflügelte Aas? Ja. Und eine Aasschlange. Ja, wir müssen uns noch mal besseres Equipment geben. Vielleicht ist einfach nur zu blöd, um zu erkennen, was wirklich gut ist, ganz ehrlich. Das würde mich nicht überraschen, ey. Ja, also wie viele Sachen hier am Droppen sind, ich guck mir noch nicht jeden einzelnen Gegenstand hier an. Ja klar, hast du noch nie so ein Spiel gespielt, ey? Also wie viele Sachen hier droppen? Ja, und du musst dir die alle einzeln ansehen. Ach. Dann bin ich ja ewig dran. Ja, dann genau wegen so einem Verhalten haben wir in Diablo 4 verloren. Das war nicht wahr. Hallo, ja, das ist doch ein Video. Ihr habt das Video beweise da, ne? Nur hat nicht geklappt, weil wir halt. Weil wir halt hier. Wir wussten ja, was wir so haben. Was müsst ihr denn jetzt da ausdenken, dann? Müsst ihr den Satz nicht erstmal formen, bevor ihr den Satz? Ja, wir wussten ja, was wir so haben wollten. Wir haben es halt noch nicht bekommen, weil irgendwie, weil nicht die Sachen bekommen haben. Was wir schon? Denn? Wir haben verloren, weil wir nicht gut genug sind, ey. Ja, und nicht gut genug Equipment hatten. Wir haben schon das beste Equipment, was wir hätten haben können, oder nicht? Ja, aber bestimmt noch Luft nach oben. Ja, ich würde mal sagen, wir haben uns verskillt. Ich hab mich verskillt. Ah, egal, ey. Ich werde mal aufhören, hier mit Blut zu kotzen, ey. Ja, bloß mit muss in euch drin bleiben, Leute. Oh mein Gott. Daniel ist der perfekte Arzt, ey. Oh mein Gott. Das Blut gehört in den Körper. Was glaubt ihr, warum es innere Blutung heißt? Weil es ja in dem Körper drin bleibt. Ja, ganz toll. Das erinnert mich an die Geschichte von dem Typen, der bei der Post gearbeitet hat und der am Ende zu einem Chirurgen wurde. Das ist eigentlich eine interessante Geschichte. Der wollte eigentlich beweisen, wie beschissen das, also nicht deutsche System ist. What? Da muss ich mir ein bisschen erklären. Ja, der hat für die Post seine Mutter, die ist gestorben, die hat Selbstmord begangen, obwohl die in Therapie war. Dann wollte der beweisen, dass das deutsche Therapiesystem voll für ein Arsch ist. Also hat er sich in Ärzte da reingeschlichen. Im Ärztestudium hat er sich praktisch durchgemogelt. Als er die Prüfung ablegen musste, das ist der größte Schwachsinn überhaupt, hat er einfach irgendwelche Begriffe erfunden. Der hat einfach irgendwelche medizinisch klingenden Begriffe genommen und zusammengeworfen. Und die haben ihn sogar gelobt für sein enormes Wissen. Und der wurde zum Arzt befördert und am Ende sollte der eine Operation am Menschen durchführen. Ja, und? Der hat keine Ahnung davon, der hat dann zugegeben, ich kann das nicht, ey. Der hat sich da praktisch durchgemogelt und der hat nicht mal wirklich viel Mühe gegeben. Das heißt im Prinzip, jeder Apfel kann sich einen medizinischen Titel holen. Da wollen wir doch mal sehen. Ich meine, nur weil einer ein Therapeut ist, heißt das nicht, dass er wirklich auch verdient hat, seine Position, ey. Wie sind wir nochmal auf dieses Thema gekommen? Oder nicht? Ich weiß auch nicht, was du immer davon dir gibst, dann. Ich versuche das meistens zu ignorieren, aber es brennt sich in mein Hirn ein. Meistens geht es doch um 90% geht in deinen Geschichten um irgendwas zu essen. Das ist nur dein tief versteckter Hass gegen die Medizin. Ja, das kann irgendwie sein, ich gehe irgendwie nie zum Arzt, obwohl ich mal zum Arzt eigentlich sollte. Besonders zum Zahnarzt.
Boah. Kann auf der rechten Seite kann ich nicht kauen. Mal weg. Wenn ich einmal, wenn ich einmal so eine Entzündung hatte, gehe ich da jedes Mal ein, ne? Keine Ahnung, ich will nicht ausgeschimpft werden. Weil ich nicht besonders gut mich um meine Zähne kümmere, wie es aussieht. Deswegen gehst du halt dahin, dann kümmern sich doch. Nein, ich esse einfach zu viele Süßigkeiten, das ist das Problem. Ich mag diesen sterilen Geruch nicht in Arztpraxen. Ich mag nicht, wie es alles so sauber immer riecht, ey. Mein Gott. Ich wollte gerade sagen, der Daniel mag es nur, wenn es stinkt und schon fast am Verschimmeln ist, ey. Ja, na, aber das gibt... Ah, scheiße. Nein. Keine Ahnung, das lässt mich immer so denken, so, oh, so muss ein sauberer Ort riechen. Und dann komme ich, komm ich zu mir nach Hause und denke mir so, verdammt. Ich riech bei mir überhaupt nichts mehr. Hier riecht es wahrscheinlich sowieso nach Stimme. Dann kleben überall diese Urkunden immer an den Wänden, nicht so, soll mir einfach sagen. Und dann so Fotos von berühmten Leuten, die hier gewesen sind. Als wäre das irgendwie so ein Promi-Restaurant. Ja, der Terminator war hier. Ja. Dann irgendwie so eine Liste, so, ah, 2 Monate ohne Vorkommnis. Ja, irgendwie sollen Zahnärzte eine hohe Selbstmordrate haben. Was? Ja, hast du noch nie davon gehört? Nein. Doch, das ist eine Sache. Die Zahnärzte haben eine der höchsten Selbstmordraten. Wow. Ich habe keine Ahnung. Zehn der Leute? Ich habe doch keine Ahnung, wieso. Das ist ein beschissener Job, ich weiß das nicht. Und ich weiß nicht, ob das hier in Deutschland auch so ist. In Amerika ist das jedenfalls so. Ich muss hier so viele stinkende Münder gucken. Dann hätten ja die Proktologen die höchste Todesrate sein. Die müssen sich die Arsche von anderen Leuten ansehen. Ja, Daniel, das ist noch ein bisschen schlimmer, ne? Ich meine, die müssen mit ihren Händen in den Arschen von anderen rumwühlen. Mhm. Und danach müssen die ihre Kinder umarmen, wenn sie nach Hause kommen. Ich würde meine Kinder nie wieder anfassen. Und dann musst du dir mal vorstellen, der geht was essen und vergisst, ja, dass er keine Handschuhe anhat, da er mit den Händen am Arsch von irgendjemandem drin war. Guten Tag, ich bin Proktologe. Ja. Ja, der jemanden die Hand schüttelt. Da kommt so eine dramatische Musik im Hintergrund, da guckt langsam die Hände sich von dem Typen an, aber scheiße. Dün, dün, dün. Ja. Ja, 71. Hier war dein Tag, Schatz. Oh, ich war so tief drin in die Kacke, ey. Boah. Der Typ hatte vielleicht ein dunkles Arschloch. Das gibt dem Wort Black Hole eine ganz neue Bedeutung. Ich habe so viele Ärsche heute gesehen, Gott, beschissene Viecher. Ey, Schatz, ich war heute knietief in der Scheiße. Und ich schon wieder. So. Jetzt bin ich abgelenkt. Ey, jetzt werde ich nur noch von mit der Hand im Arsch. Sowieso, du hast gut? Nee, wir sind doch fertig. Also. Ich bin rausgegangen, weil ich alles erledigt hat. Ich weiß, ich musste in Amerika fragen. Jedenfalls haben meine Zahnärzte eine der höchsten Selbstmordraten. Was weiß ich warum. Interessant. Ich mach diese Statistiken nicht hier. Vielleicht ist das ein schlecht bezahlter Job oder so. Ja, da gibt's viele, die noch schlechter bezahlen. Vielleicht werden die oft angespuckt oder ich weiß das nicht, was daran so schlimm ist, ey. Ich nehme an, die nehmen alle diese Bemerkungen immer zu ernst. Oh, zum richtigen Arzt haben sie es nicht geschafft. Ja, das kann gut sein, ey. Er hat recht, nein. Das sagt man eigentlich zu Therapeuten. Ja. Ich meine, der ist trotzdem Doktor der Medizin. Zahnmedizin. Gott. So, mein Gott, 4
lederne Sachen. Darunter ein Terrorstreit. Bin mir aber ziemlich sicher, dass mehrere von meinen Zähnen im Eimer sind. Ne, ja, seit nicht mehr. Keine Ahnung, seit ich hier einmal beinahe ja weggeleitet bin, ja. Wegen das eine Mal gehe ich da lieber zum Arzt, ne? Hast du Schmerzen lange gehabt? Ich hatte irgendwie so eine blöde. So eine blöde, weil nicht so Wurzelentzündung oder irgendwie so, eine. Oh, okay, ja. So, zwei, ich noch nie gehabt, ja. So zwei Backenzähne. Da bin ich erst zum. Ja, da bin ich irgendwie eine Woche lang rumgelaufen mit absoluten Schmerzen. Ich dachte so, ne. Dann muss ich zum Zahnarzt. Ja, wenn ich Schmerzen bekomme, dann werde ich auch nachgeben müssen. Wirst du, wenn selbst ich nicht. Dann haben sie mir zwei Zähne gezogen. Ach, also, du hast Ersatz bekommen? Ne. Nein? Okay. Ne, ne, ich habe zwei Lücken an der Seite bei mir rechts. Ach, scheiße, ey. Ich hab auch keinen Bock mehr, Ersatz zu haben. Wieso nicht? Keine Ahnung. Das ist so nervig, da muss ich mir meinen Ersatz reinpacken und so. Und da ich halt lieber bleibt ihr nicht drin? Nee, ich nehme an, die muss man immer rausnehmen oder so. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, aber okay. Oder also stört das nicht. Wir reden ja nicht von dem Gebiss, der also. Die werden da drin befestigt, die Zähne, die Ersatzreplika. Alter, nicht. Mich stört das nicht, ich kann auch vernünftig essen. Und zur Not kann ich dann noch Essen für den Winter reinlagern in der Lücke. Alles klar. Das Problem ist, nachdem die gezogen worden sind, hat er immer noch eine Woche oder so wehgetan, ne? Das war für mich auch. Ich hatte einmal, war ich beim Zahnarzt, da wurde ich gebohrt und nachdem der da fertig war, hat eine Woche immer noch wehgetan, weil ich mir nicht die Zähne putzen will. Ja. Etwas nicht auf der einen Seite, jedenfalls nicht. Ey. Ich habe auch eine Füllung, habe ich auch. Habe ich auch schon. Ey. Ich habe Dutzende Füllungen. Ne? Aber das ist eine Keramikfüllung. Ja. Ja, ich auch. Dutzend, ey. Ich habe, glaube ich, mehr Füllungen als nur gesunde Zähne habe. Ja, das ist nicht besonders gut, ne? Ja, gut, ey, die werden alle abgetötet, ey. Ja, da kann sich nichts mehr tun, ne? Ja, ich weiß, das wäre irgendwie blöd, wenn du bohrst und dann das hat immer noch weiter faul. Ja, meinetwegen kann er ruhig alle da abtöten und hier nicht nie mehr Schmerzen bekommen in Zukunft. Magier. Ja, die ersten Mal, als ich da gewesen war, hat sich jemand mit seinem Assistenten über How I Met Your Mother unterhalten. Ja, ich weiß, da hast du mir schon mal erzählt, So, also hat sich herausgestellt, der war die ganze Zeit die Mutter, ne? Und die war die ganze Zeit die Mutter. War eben der. Oh, Vitalität, Einstimmung. Also nicht. Bevor ich vernünftig werde, muss immer etwas Schlimmes passieren bei mir. Ja. So ist das, ne? Das ist bei meinen Eltern genauso. Was? Die sind erwachsen, die müssen vernünftig sein. Könnte man meinen, ne? Ja, ich bin sowieso unvernünftig, also. Keine Ahnung, ich will keine blöden Fragen gestellt kriegen, warum kümmern sie sich nicht besser um ihre Zähne? Ich krieg nicht gern solche Fragen gestellt, ey. Da komme ich mir vor wie ein kleiner Schuljunge, der ausgeschimpft wird, ey. So eine Frage hat mir mein Zahnarzt noch nie gestellt. Ich habe ja nicht mal, ich müsste mir dann einen Zahnarzt suchen, ich weiß, wie lange, was ich weiß, war das letzte Mal bei, generell bei einem Arzt war, ey. Ja, irgendein Hausarzt wirst du schon haben. Weiß ich nicht. Ja, dann, ich gehe generell nicht zum Arzt. Ich tue sowas immer okay. Tanken, sagen wir jetzt mal. Das ist, das ist nur mal so, wenn ich Probleme habe, dann tue ich die ignorieren, bis sie sich von alleine lösen oder bis ich mich daran gewöhnt habe. Oder bis du daran stirbst, alles klar. Ja, das auch. Das ist ja das Problem dann. Ja, das ist der Nachteil, ne? Ja. Der kleine Nachteil. Deshalb musst du auf mich aufpassen, Daniel. Du bist wie Jimmy Cricket.
Du bist die Stimme der Vernunft. Ja. Ja, ich weiß es selber, dass das unvernünftig ist, ja. Nein, schon wieder der Todeskreis. Boah, wer ist er denn? Mach meinen Dicken da kaputt. Ja, ich versuch's. Diesen Kreis bin ich irgendwie die ganze Zeit schon hier frei gemacht. Boah, tut mal an der gleichen Stelle erst spawnen, ne? Da ist schon wieder so ein dicker. Ja, auf der anderen Seite ist dasselbe Szenario, oder ne? Ja, ich hab mein Schild geblockt, glaube ich. Oh, der Gott. Oh, es explodiert. Wow, was ist denn da los? Grüner Strahl des Todes. Okay. Wir kommen voran. Das weiß ich nicht. Ich werde nicht hier machen gehen. Nicht, dass wir irgendwelche Fortschritte machen. Ja, wir tun Punkte ansammeln für die Quest schon wieder. Die werden auch wieder fehlen werden, weil der Boss am Ende wahrscheinlich wieder zu stark sein wird. Ja. Aber da war gerade nichts. Da wir nicht bei den anderen Dingen vorbeikommen, müssen wir halt machen. Das stimmt. Schon mal hier ran vorantreiben, aber wenn wir ja nicht weiterkommen. Dann irgendwann gehen wir zu den anderen Boss nochmal zurück. Und machen den fertig. Soweit die Theorie. Also, wow. Marodeur, Flügelklinge des Hungers. Nein, komm. Nein, jawohl. War schon wieder das Discord-Geräusch. Okay. Und weg hier. So. Schaden werden Verwandlungen. Ich verwandle mich aber nicht. Sehe ich aus wie ein Verwandler? So, jetzt mal besetztes Theoborea. Fertig. Okay. Untote Vengari verwüsten Theoborea. Okay. Ich will. Sind wir einfach mit der Story jetzt fertig? Was? Dann müssen wir irgendwas machen, um die weiter voranzutreiben. Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Was sind da denn da? Da habe ich was bekommen. Eine Sekunde. Ich meine, du kannst meinetwegen ruhig weitergehen, aber. Oh, ich habe Maximum Armee, yay. Ich habe 3 Speerkämpfer, yay. Meine Armee ist noch nie so zahlreich gewesen, ja. Oh, das ist auch voller weniger Schaden hier. Irgendwie so ein Götzen, der mir irgendwie so ein Schutzding gibt, was du immer hast hier, dieser blaue Balken. Ja.
wenn ich einen Trank benutze, oder ist voll wenig. Oh mein Gott, wie viele Gegner? Guck mal, wie viele Gegner da oben sind. Ich sehe es. Alter. Jetzt so ein Blitz da rein. Sind die Walking Deads hier? Oh Gott. Nicht so viele Lebensbalken gesehen. So, was hier? Gar nichts. Warte, warte, warte. Ich hab da schon angesprochen. Oh, schon wieder eine Welle. Oh, was ist denn? Da schwebt ein Feld über seinen Kopf. So, was zum, warum kann ich hier nicht durchlaufen? Kannst du hier durchlaufen? Ich kann irgendwie nur so in so einem Bogen da durchlaufen, obwohl da voll viel Platz ist. Ja, ich weiß, was du meinst. So. Oh mein Gott, wie viele Dinge sind hier? So, ja, jetzt kann ich hier durch. Nee, immer noch nicht. Was machst du denn damit? Ich kann, da ist irgendwie voll viel Platz, aber irgendwie ist da so eine unsichtbare Mauer. Ich muss da rumlaufen. Ich glaube, du nimmst zu viel Platz ein. Du bist einfach zu breit, Mann. Das habe ich nicht gesagt, sondern du. Oh. Oh, ganz viele Gegner. Ja. Ich schieße. Oh, was war das denn? Nein, lass mich durch. Warum bin ich einfach durchgerannt? Hat hier irgendwas? Goldene Resonanz, her damit. Bin mir safe. Ich werde aufsammeln, Mann. Ja. Oh Gott! Viele Gegner. Ich sehe keine. Eiskäfer, komm und zeige dich. Ich geh einfach durch und aktiviere die Dinger. Aua! Der blöde Strahl hat mich getroffen. Ich habe gar keine Bogenschützen gehabt. Außer du, aus dem Weg. Boah! Okay. Du kommst klar da oben? Ja. Jetzt sind wir am Blinken. Boah, was war das denn für ein riesiges Kleid? Doch nicht so. Hm? Ah, so viel Glut hier am Boden. Wer ist hier die Gefangenen doch gewohnt? Alles klar. Bisch.
Sie haben alle getötet. Wir? Ja. Und weg hier. Okay. Weiße Klamotten. Oh mein Gott. So. Habe ich irgendwas gekriegt? Hm. Wie kann denn halt alles so viel schlechter sein, Leute? Weiß ich auch nicht. Wir haben eine coole Sense, aber die hat beschissene Werte. Das ist genau das gleiche. Oh mein Gott, was haben wir noch hier? Voilà. So, fertig. Nee, warte, nicht noch. Hm. Guck mal, wie viele Dinger ich jetzt hier aufgedeckt habe. Was ist das denn da? Was hat denn da so am Leuchten? Einzigartige oder Set-Körperrüstung? Ja, mal da ein. Ist so am Leuchten. In Regenbogenfarben. Yes. Nein. Ich drücke immer zu diesem blöden Schmied-Ding. Ja. Ich bin fertig. Aha. Dann weiter. Ich weiß gar nicht. Hier entfernt sind wieder. Schließt du diese ab, erhältst du mehr Stabilität, Schwierigkeit und Belohnungen. Okay. Das war ein so ein Ding ja mal komplettieren. Weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hingegangen bin. Ich habe jetzt nochmal starten. Okay, ja, das ist Echo. Ich hoffe, ich bin in der richtige gegangen. Was ist das denn hier? Haben sie jemand beschworen? Hier so ein Kerzenring. Also, das wären wir irgendwie beschworen worden von jemanden. Ja, sind die Sicherheit worden. Ich renne schon mal zum Zielort. Ha! Ich auch schon mal abschließen. Okay. Oh, mein PC mag dieses Gebiet schon wieder nicht. Bei mir läuft eigentlich. Ha! Ich renne aber in immer mehr Gegnerhorden hier rein. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, ich trigger zu viele Gegner gerade. Ja. Dann lass es. Nee, mach halt. Ich kann es wieder beleben, ja. Ich kann es einfach nicht sein lassen. Nosferatu. Der Hackfleisch hat ein bisschen Hacker.
Der hat seine Hackstücke. Der dann durch die Schlangen ab. Der zerhackstückelnde, zerstückelnde, hackende. Der hackende Tahasser. Der hakentretende Hasser. Der hackenhassende Hackstückler. Ich glaube, das machen gleich auch. Ich glaube, SpongeBob ist irgendwie die meist zitierte Serie, die wir kennen, irgendwie. Schon, ja, gibt's die Serie eigentlich noch bestimmt? Ja, hast du früher Rugrats geguckt? Dann habe ich geguckt Rugrats mit dem Babys hier. Ja, klar, ja, ich hatte auch das PlayStation 1 Spiel. Das soll ja irgendwie die erfolgreichste Nickelodeon Sendung damals gewesen sein. Ja, aber das Beste ist ein Spiel, was zu gruselig ist. Ich habe die Serie nie gesehen, also ich habe ein paar Folgen ich gesehen, den ich kann, aber... Film gesehen. Ich habe einen Film gesehen, den habe ich, glaube ich, auch, glaub ich, im Kino gesehen. Also ich habe ein paar Folgen gesehen, aber geguckt habe ich die Serie eigentlich nicht so. Die wurde an einigen Stellen, wo die irgendwie voll dramatisch ist. Ja, die war mega erfolgreich anscheinend, ne? Ja. Ich gar nicht gewusst, die so erfolgreich war. Eine gute Vorstellung, weil hat nur der, die haben ja auch manchmal mit tiefen, weil nicht tiefen Problemen auseinandergesetzt. Weiß nicht, das ist so reifer für die Serie, für die Audio, für die Hilfe. Die wie bei Hey, bei wie bei Hey Arnold. Ja, die Serie habe ich ja noch wieder gesehen. Ja. Stimmt, ist auch Nickelodeon. Da gibt es einige Episoden, die waren auch voll dramatisch. Oder Cat Dog, da habe ich auch gesehen. Ja. Transformiert. Okay, so. Sind nur Effekte drauf für Transformation. Ich kann mich aber nicht transformieren. Wieso nicht, Daniel? Also ich nicht. Ich weiß es nicht. Das große Krabbeln dann. Das große Krabbeln. Ah, der Film fand ich gut. Ja, da sind wir die Einzigen. Der Film ist voll schlecht angekommen hier. Ja. Ja. Ja, zählst du den schlechteren Animationsfilm? Ah, ich fand den klasse. Ich auch. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Von der Animationsfilme her. Ja. Ja, mag ich den Sekt noch nicht mal so sehr. Das sind die Take, die Take-Outs davon, ey. Naja, ja, am Ende. Ja. Oder wo die irgendwie da kam. Ja, ich weiß was. Genau das. Babyflasche leer! Baby will Torte! Bitte sehr, los! Gib ihm die Torte! Ich war nie so ein Fan von Toy Story. Toy Story? Mm. Kam nie so gut bei mir an, der Film. Boah, geht so. Ja, da bin ich gehasst oder so, aber ja. War ein guter Film. Ich hab viele Sachen, die gefloppt sind, weil in diesem Film einfach wirklich zur falschen Zeit rausgekommen sind. Ja. Weil nicht, da gab es auch den anderen Insektenfilm, ne? Der irgendwie zeitgleich rausgekommen ist. Ja, der Ants. Ja, da war so die Vietnam-Version davon, glaube ich. Ja. Ich meine, hinter hier der Prinz von Ägypten, die Zeichentrickfilm. Prinz von Ägypten, die, ja, ich glaube schon. Da geht ja um Moses und die den Pharao dazu beten will, die Juden freizulassen. Mhm. Der Zeichentrickfilm ist ja auch davon. Ich glaube ja. Also, der jetzt zählt ja als einer der besten Filme überhaupt, als der im Kino rauskam vor Jahrzehnten. Die Leute mochten den nicht. Hm. Also, der wird ja total gefeiert. Ja, erstmal muss man, manchmal muss ein Film erstmal lange draußen sein, damit die Leute ihn zu schätzen wissen. Wer weiß, vielleicht gucken sie sich. Das habe ich nicht verstanden. Manchmal muss ein Film erstmal
ein bisschen raus sein, bevor die Leute irgendwie den zu schätzen wissen. Ja, das beste Beispiel ist Megamind. Das sagt ja wahrscheinlich nichts, aber... Doch, mit diesen... Mit diesem Blauen, der so einen großen Kopf hat. Ja, ja, da gibt es da so eine Meme von. Der ist nicht gut angekommen, weil der viel zu nah an dem anderen Film draußen war. Die sind zu nah beieinander rausgekommen. Der andere Film, der war ich einfach unverbesserlich. Ja, ja. Das ist der Film, der uns die Minions gebracht hat. Ja, ja. Ja, die waren ja, halt mega erfolgreich. Ja. Das ist, wenn ihr von jetzt zum Beispiel heute gucken sich immer mehr Leute den Film Megamind an und denken die, boah, ist der Film geil, warum ist denn der gescheitert? Ja. Von der Story her ist der besser, der hat tiefere Charaktere und der hat ziemlich reife, vernünftige Themen eigentlich, als im Vergleich zu, weiß ich nicht, ich einfach unverbesserlich. Das Problem, was der Film hat, ist, da kannst du kein Merchandise von verkaufen. Naja. Der Film, der hat nicht wirklich Charaktere, die sich gut als Actionfigur oder als Plüschfigur verkaufen lassen. Naja. Ich meine, die Minions, die haben sogar jetzt ihre eigene Farbe, ey. Ne? Deshalb ist der Film hier gescheitert. Der ist einfach zur falschen Zeit rausgekommen. Oder es gab noch einen anderen Film, der kam zur selben Zeit raus wie die Matrix, der ist Equilibrium. Das ist mit Christian Bale gewesen. Okay, das sagt mir jetzt nichts. Ja, das ist auch nicht so ein bekannter Film. Aber der hat im Prinzip dieselben Themen gehabt wie Matrix. Weißt du, das nennt sich Gun-Fu. Wenn man so Karate-Moves macht, während man mit Pistolen rumballert, das hat der Film auch gemacht. Okay. Wie bei der Matrix. Also das war nicht dieselbe Story wie die Matrix. Aber dasselbe Konzept halt. Geile Kung-Fu-mäßige Bewegungen, während man mit Waffen rumballert. Komm mal raus. Der Film ist halt auch untergegangen, weil die Matrix erfolgreicher war. Ja. Der ist auch in der Versenkung verschwunden, der Film. Ja, pass auf, in 10 Jahren, wenn es die Leute die neue Trilogie von Star Wars anschauen und sich denken, boah, Chefskiss. Das ist, weiß ich nicht. Das tun Leute viele in Frage stellen, ganz ehrlich. Weil die Prequel-Trilogie, die hat ihre Fehler und ihre Probleme, ganz ehrlich, das stimmt schon. Mhm. Aber... Darauf wollte ich das jetzt eigentlich nicht beziehen, aber... Ja, warum die Leute die Prequel-Trilogie gehasst haben, dafür gibt es mehrere Gründe. Mhm. Ich könnte jetzt ein paar aufzählen, aber lassen wir erstmal... Die funktionieren ja nicht nur als Star Wars Film funktionieren die nicht, die funktionieren als Film generell nicht. Weil die existieren, um sich gegenseitig außer Kraft zu setzen. Die arbeiten gar nicht zusammen, die Filme. Die sind ein einziges Mischmasch von einer Katastrophe. Ja. Weiß ich nicht, die Prequels, die sind nicht gut angekommen, weil die. Vieles. Wegen dem Acting und so was als Jar Jar Binks. Das auch, aber. Die größten Probleme waren, was George Lucas da, weiß ich nicht, die haben irgendwie das Gefühl gehabt, der hat die Jedi ruiniert, die der in der originalen Trilogie vorgestellt hat. Die Jedi sind gar nicht so gewesen, wie sie sich vorgestellt haben. Hm. Was viele nicht verstanden haben, das soll ja auch der Sinn sein. Jedi sind ja auch gefallen, die sind ja auch scheiße gewesen. Naja. Die sollten auch nicht toll sein. Was in Obi-Wan, der uns in Episode vorgestellt wird, werden uns die Jedi so präsentiert als die super guten, weiß ich nicht, diese übermächtigen ja. Typen, die einfach. Die gar keine Fehler machen können. Ja, ja. In den Prequels sehen wir, weil sie die eine Scheiße nach der anderen machen, wie die nur falsche Entscheidungen treffen. Das ist auch der Sinn davon gewesen. Die sind ja auch gefallen. Das sollte ja auch den Fall von denen zeigen. Ja. Oder das hat mit den Mediklorianern, das hat denen auch nicht gefallen. Das fanden die Leute furchtbar, das hat die Leute zum Kotzen gebracht, die damals. Dass der George Lucas die Midi-Chlorianer erfunden hat. Oh. Weil das ist ja irgendwas Wissenschaftliches und die Macht sollte eigentlich was Übernatürliches sein. Hm. Das hat denen gar nicht gefallen, dass die irgendwie versucht haben, die Macht hier mit Wissenschaft zu erklären. Gab's da zu dem Zeitpunkt überhaupt schon so viel Extended Universe? Bevor die Prequels rausgekommen sind und so? Ja, gab es so viel nicht. Deshalb gibt es einige Sachen, die sich widersprechen, ganz ehrlich. Hm. Klonkriege zum Beispiel. Obi-Wan, der hat ja in Episode 4, also der hat ja auch von den Klonkriegen geredet kurz. Ja, dass ja. Er in den Klonkriegen gekämpft hat. Aber die originalen Klonkriege sahen ganz anders aus, als bevor Episode 2 rauskam. Ja, ja, hast du mir gesagt. Ja, genau. Das fand ich sowieso immer. Wieso heißen die Kriege eigentlich die Klonkriege? Oh Gott, was war das? Das war ein Leck.
Warum heißen die eigentlich die Klonkriege? Ich meine, die kämpfen ja gegen. Warum heißen die nicht die Droidenkriege oder so, ey? Ja. Ich meine, ich nehme mal an, weil es das schon gibt, die Droidenkriege, aber. Ja, Yoda hat dann einfach so erwähnt, so die Klonkriege begonnen. Das finde ich ja ein bisschen komisch. Im deutschen Dub sagt er was ganz anderes, ey. Da sagt er den Titel des Films an der Stelle. The Clone Wars. Ja. Im Englischen sagt er, begun it has, the Clone Wars. Ja. Im Deutschen sagt er, begonnen er hat, der Angriff der Klonkrieger. Naja, ja, ist auch der Titel. Das ist der Titel des Films. Ja, ja. Ja, aber im Englischen heißt der Film Attack of the Clones. Der sagt auch nicht im Englischen, begun it has, the Attack Stimmt. of the Clones. Stimmt, ja. Ja, das ja auf Deutsch macht dann keinen Sinn, genau. Ja, ja, das ist es ja. Ich muss nur unbedingt, aber lass uns den Titel des Films sagen hier. Ja, so falsch ist das ja eigentlich nicht, ne? Die Klonkrieger haben angefangen, die haben halt angegriffen, ne? Die haben sich in den Krieg eingemischt halt, ne? Ja. Also, gut, dass er das erkannt hat, nämlich, ehrlich gesagt. dass er das erkannt hat, weil die ersten, die den Krieg ausgelöst haben, sind eigentlich die Republik. Ja. Die haben einen Präventivschlag gemacht mit den Klonkriegern. Die hat zwar ihre Armeen da aufgesammelt, aber die haben die Republik noch nicht angegriffen, die Separatisten. Ja. Die Republik war sowieso zum Scheitern verurteilt. Ja, mit Palpatine halt, ne? Ja, das auch. Ach, Palpatine ist einfach so ein genialer Schurke gewesen. Meiner. Also, der Bösewicht von Star Wars. Ja, der wird heute der metaphorische Teufel. Ja, ja. Und Anakin ist Jesus. Ne, ja. Lucifer. Es wird zurück auf die Bibel. Also wurde vor kurzem revealed, weil er nicht wie das originale Skript von dem Obi-Wan-Film sein. Ursprünglich sollte das ja ein Film werden und keine Serie. Ja. Aber Han Solo, der Film ist ja so schlecht angekommen, da haben sie lieber eine Serie. Das ist merkwürdig, weil es irgendwie voll wenig Folgen gab, die auch glatten Film sein hätten können. Ne? Gab es irgendwie nur so ein paar Folgen. Zusammengenommen ist die Serie länger als ein Film. Das sind so 6 Stunden oder so insgesamt die Serie. Ja. Ja. Wie lang sind denn die Folgen? Weiß ich nicht. Oder ja, so ungefähr 6 Stunden. Das sind jedenfalls länger als 2 Stunden, ein 2-stündiger Film. Okay. Das ist aber immer so. Und das ist aber eines der großen Probleme. Wenn die einen Film in eine Serie umwandeln, dann tun sie nämlich unnötigen Scheiß hinzudichten, damit sie das länger machen können, die Serie. Ja, ja. Aber der Skript von dem Film ist so viel besser als das von der Serie, das gibt es gar nicht. Und das ist immer so ein merkwürdiger Moment. Warum entscheiden die sich bei Lukas immer für das schlechtere Skript? Oder nicht? Bei Kylo Ren haben sie halt auch gemacht, glaube ich. Gibt deiner Theorie, weil es nicht immer mehr Bedeutung hat, dass die das mit Absicht machen. Du sagst doch, dass die das versuchen, sich selbst anzünden da oder so. Ja, ja. Das gibt ja immer mehr Bedeutung, weil die haben so geile Skripts und Vorschläge und die entscheiden sich immer dagegen und nehmen irgendeinen eigenen Scheiß, den die zusammengedichtet haben, was überhaupt nicht funktioniert. Das gefällt den Kindern viel besser, wahrscheinlich. Also, das sind die ganzen Anzugträger da, die interessieren sich nicht für die Meinung der Leute, die interessieren sich nur für die Zahlen. Naja. Von dem finanziellen Standpunkt aus war die Sequel Trilogy ein Erfolg. Ja, ist klar. Merchandise. Die haben sehr viel Geld eingebracht. Wir tun hier so einen Typ aus, so eine Lady in so einen coolen Anzug da einpacken. Ja, neue Actionfiguren, ne? Dann noch Kylo Ren und so, ne? Das ist ja der Witz, der kauft keiner das Sequel-Zeug. Das sind Ladenhüter. Ja, bin mir sicher, bevor die rausgekommen sind, da haben die bestimmt gekauft. Ja, bevor die rausgekommen sind. Aber jetzt, nachdem die Meinung über die Filme irgendwie so sich ausgebreitet hat, will keiner mehr was damit zu tun haben. Ich glaube in Lego irgendwie Captain Phasma ist einer irgendwie der wertvollsten Figuren immer. Ja. Weil die auch cool aussehen tut, ja, in der Rüstung.
Ja, aber die macht nicht den Film. Ja. Genauso wie beobachtet. Ja, das auch. Und trotzdem hat den jeder geliebt. Aber da kam ja auch in guten Film vor. Das ist der Unterschied. Ja, das auch. Und der ist später noch wirklich Geschichte gekriegt, weil er nicht geht. Die sind ja ohne Plan in die Trilogie sind die reingegangen. Als die sich die Star Wars angeeignet haben, haben die sich gesagt, wir müssen so schnell wie möglich Filme raushauen. Ja. Sind die ohne Plan da reingerannt und haben irgendeinen Scheiß fabriziert. Ich hab, die hatten eigentlich einen guten Start mit der mit dem ersten Film. Ja. Da war zwar hier so, ja, die wollen zu sehr irgendwie die alte Trilogie hier irgendwie hier anspielen das und so. Das ist ein Problem mit J.J. Abrams gewesen. First of all, J.J. Abrams, der hat die Prequel-Trilogie. Warum sie den dafür eingestellt haben, ist wieder so ein Rätsel. Ja. Und der spielt gern sicher, der gibt nicht gerne Risiken ein. Hm. Deshalb hat er nochmal die alten Themen von Star Wars aufgewärmt, um noch immer sicher zu gehen. So, ich gehe raus, ja. Und dann sind sie irgendwie auf die komische Idee, weil JJ keinen Bock mehr hatte, dann haben sie denen dann einen anderen Duck gegeben. Und der hatte dann auch keinen Bock mehr. Ja. Der hat dann den das Schlimmste überhaupt gemacht, der hat den Hauptbösewicht getötet im zweiten Film. Und dann hat er denen den Ball wieder zurückgeworfen. Hier, jetzt mach mal irgendwas damit. Ja. So, ich habe diese unrettbare Story für euch platziert. So, heiße Kartoffel, ihr seid dran. Jetzt konnten sie nur noch Kylo Ren hat als Hauptbösewicht einfach nicht funktioniert, ey. Der ist kein Palpatine. Ja. Also hatten sie jetzt keine andere Wahl mehr als Palpatine zurückzuholen, obwohl das überhaupt keinen Sinn ergibt. Ich meine, da machen sich so viele Leute drüber lustig, über den Satz, irgendwie ist Palpatine wieder zurückgekehrt. Ja, das sagen die im Film, irgendwie ist Palpatine zurückgekehrt. Das ist total bescheuert, der Satz, wenn du so darüber nachdenkst. Somehow Palpatine returned. Ja, da machen sich so viele Leute lustig darüber, das gibt es gar nicht. How did he return? Somehow. How exactly? In some kind of way. Die haben das total reingeschissen. Dann haben sie angefangen, die Fans anzugreifen. Ja, ihr seid alle sexistisch. Ja, Frauen. Wenn ihr diese Filme nicht mögt, dann seid ihr irgendwie sexistisch oder habt irgendwie was gegen diese Leute. Ihr mochtet den Episode 8 doch nur nicht, weil Captain Holdo eine Frau ist. Ja, genau. Ich weiß nicht, die haben einfach so viele lore-breaking Sachen in die Trilogie vorgestellt, das gibt es gar nicht, ey. Weil nicht in den Serien, da sind jetzt wieder Midichlorianer mal aufgetaucht, aber die nennen das nicht Midichlorianer, sondern M-Count. Midichlorianer-Count? Ja, die sagen nicht Midichlorianer, die sagen einfach nur M-Count. Boah. Weil die sich von dem Wort Midichlorianer entfernen wollen. Alles so bescheuert. Also eine ganze Sache wie Korriban und Moriban. Ja, genau. Ja, die wollen halt Star Wars ihren eigenen Stempel aufdrücken, also müssen sie, weiß nicht, alles umbenennen, ne? Ja. Gott, ist er weggeflogen. Warum regnet es ja Blutkugeln vom Himmel? Ich hab keine Ahnung. Marvel ist in einem ewigen ähnlichen Zustand, Ja, sind alles Teil von Disney. Ich frag mich, ob das irgendwie zusammenhängt. Ja. Da wird wenig, weiß ich nicht, weil bei Marvel, da wird weniger Sexismus voll, die Filme, die sind einfach nur schlecht. Ich will nicht, wie das alles passieren kann, ja. Ja, das weiß ich auch nicht. Oh. Das ist Hollywood, hat das große Problem generell, nicht nur Disney. Also. Warte, zu 10, 15 Jahren vorher war noch alles okay. Ich verstehe nicht, was passiert ist. Die Zeiten ändern sich. Die alten, guten Leute, die Talent haben, werden rausgeschmissen von jungen Leuten, die keine Ahnung von gar nichts haben. Ja. So viele Leute, die damals im Film gearbeitet haben, sehen sich heute an, weil das ist und denen wird schlecht. Also, das ist dasselbe wie mit
hier, wie heißt der, Arnold Schwarzenegger react to modern bodybuilding. Was? Das ist ein Ding? Ja, das ist nicht wirklich ein Video, aber der findet das eklig, was heute, der war ja auch Bodybuilder. Naja. Und der findet das eklig, was die heute machen, wie die heute aussehen, also. Das ist auch verkommen. Das ist schlimm geworden, ey. In allen Bereichen des Lebens. Leute sind so kreativ heute. Oder den Mangel an Kreativität, ey. Das ist also nicht. Es ist alles nur noch überstellt geworden. Boah, wir werden irgendwann heranwachsen zu so alten Leuten, die irgendwie sagen, oh, früher war es besser. Das sind wir doch jetzt schon. Ja. Früher war ja jetzt schon alles besser, dann, also. Wir sind genau zu dem, was wir verachtet haben. Das habe ich nie verachtet, ganz ehrlich. Kann ich mir gut vorstellen, dass früher alles... Nein, wahrscheinlich nicht alles. Meine früher hast du mit dem Stock weit auf die Fresse gekriegt, wenn er den Mund aufgemacht hat. Ja. Früher sind die Nazis auf Dinosauriern durch die Stadt gelaufen, also... Nee. Ich glaube nicht, dass die Zeit besser war. So, raus hier. Was eigentlich schlimmer war nach dem Ersten Weltkrieg, Daniel, da hat eine Tafel Schokolade 42 D-Mark gekostet. Hm. Was ist das denn? Na dann, das klingt... Los. Plus 25 Rüstung, das ist eine Level 5 Rüstung, die ist legendär, die gibt mir 25 Rüstung. Was ist denn das, ey? Was sind denn das für Tops hier, ey? Wie das gefällt an? Das ist eine Level 5 Rüstung. Ich bin Level... Ich bin aber ein großer Mann, ein ziemlich, ziemlich großer Mann. Der Manga von My Hero Academia ist zu Ende. Ja. Ja, die Story ist zu Ende. Und war es gut oder schlecht? Ich weiß nicht, ich finde das Ende nicht so gut. Ganz ehrlich, die haben den großen Bösen besiegt, aber der hat jetzt seine Kräfte verloren. Ja, so wie der Avatar. Ja, so ungefähr. Na, gehen wir noch hier rein. War ja, schon eigentlich egal. Einer geht noch. Ich mag sowas nicht, wenn der Hauptcharakter seine Kräfte deswegen noch immer verliert. Der Hauptcharakter? Ja, Deku, der hat seine Kräfte. Achso, ich dachte der Hauptböse, wie ich das gesagt. Ne, der ist weg, der ist komplett weg, der hat sich die Luft aufgelöst. Aber Deku, ja, die ist wieder Frieden bei der Eierbuchen, aber der hat jetzt seine Fähigkeiten verloren oder wird sie verlieren, der hat immer noch ein paar Reste davon übrig. Ja, muss er weitergehen, ne? Ja, weil ich nicht, womit denn, ey? Wenn der dann seinen normalen Alltag wieder ein normaler Typ ist und normale Sachen macht, der... Ja, warum nicht? Wie, warum nicht, ey? Keiner will dir zugucken, wie du am Leben bist, Daniel. Das ist nicht gegen dich. Mit mir will auch keiner zugucken, wie ich am Leben bin. Ich schlafe ihn halt jetzt. Das war der größte Held aller Zeiten gewesen, also, ne? Ja, weil er den. Der ist jetzt auch der größte Held aller Zeiten, weil er den Hauptbösewicht besiegt hat. Es kommt nie wieder ein Bösewicht, alles klar. Nein, aber. Okay. Das ist unwahrscheinlich, aber. Er hat halt den großen Bösen besiegt, der die ganze Welt bedroht hat, praktisch. Also. Er ist der größte Held aller Zeiten. Hat zwar jetzt keine Fähigkeiten mehr, aber ja. Ah, glaubst du, dass Ruffy überleben wird am Ende von One Piece? Ah, weiß ich nicht. Alles deutet darauf hin, dass er verrecken wird. Ah! Ich glaube nicht, weiß ich. Oder für mich ist das ein Moment, weil in dem Moment, wenn der König der Piraten wird, wird der Tod umkippen oder so, ey. Naja, so ähnlich wie Goldwatcher, ne? Der wird König der Piraten, dann tut er sich irgendwie, weil nicht gefangen nehmen lassen und tut mit einem Lächeln sterben oder irgendwie sowas. Ja, der sowas in der Art, ne? Weiß ich nicht, der hat so viele Fähigkeiten und Sachen, die ihm Lebenszeit kosten und sowas, die den auslutschen. Ich meine, dann Gear 5, was den der da eingesetzt hat, wird er irgendwie für einen kleinen alten verkuppelten Mann oder jedenfalls wieder aus, als wäre er um Jahrzehnte gealtert, ey. Das sind also Sachen, die dem umbringen werden, ganz ehrlich, ey. Das ist nicht einfach nur für, die zeigen das nicht einfach nur für Fun und Juck, sowas. Das hat schon seine Bedeutung, ganz ehrlich. Hm.
denn das für ein riesiger Käfer hier? Der schießt mit Kasper, dem freundlichen Gespenst. Was? Der mit dem Ghostbuster-Symbol schießt der um sich. Alter, der reißt mich die ganze Zeit an. Oh Gott. Halt mir den mal von der Backe. Oh nein, wo bist du denn? Hier. Ah? Der rennt die ganze Zeit auf mich zu, ey. Der ist riesig. Alter, ich kämpfe gerade gegen den anderen, der die ganze andere Zeug spawnt. Ich kämpfe gegen riesigen Skarabeus. Okay, der hat voll viel aus. Der rennt die ganze Zeit auf mich zu, ey. Das ist ein Störer. Ja, so ungefähr. Ah, Störer. So, jetzt weg. Boah. Wow. Ah, ah. Döpf. Aber von einem Gegner zum anderen. Wo eine Gegnergruppe. Verrückte Alchemisten dafür? Was? War gerade im Chat. Ja, das sind irgendwann auch von Korallen, Zauberstab bei mir. Korall. Korall. Genau wie die, wenn die Stimme da sagt, allein. Ja. Korall. Korall. Vorrei, ich muss ganz schnell hier raus. Wirf dich hier in Hut haben, Sir. Wirf dich hier in Hut haben, Sir. Lauf, das ist die Vorspannung. Ich wollte das gerade sagen. Ich wollte am Wort, weil ich gerade da. Du lügst doch, Daniel. Du denkst nicht das, was ich denke. Wir sind nicht wie Brüder, noch enger verbunden. So, geil. Hier liegt ein Gegenstand, der ist einfach nur Helm. Boah. Oh, Helm. Oh, der ist gar nicht mal schlecht. Der sieht aus wie so ein Nekromantenhelm irgendwie mehr. Hervorragend. Hört Leeren und Nekrose Schaden. Ich glaube, der könnte für dich was sein. Das weiß ich nicht. Der gibt irgendwie. Ich habe schon lange nicht mehr gefunden, weil ich irgendwie ausziehen könnte. Der plus 130 Rüstung und nochmal 61 Rüstung. Alles klar. Das ist mehr. Das ist mehr als was ich habe hier. Das ist sehr viel mehr als ich habe. Ich glaube, der ist bestimmt sehr viel besser für dich. Warte. Wenn du ihn nicht benutzt, dann gib mir ihn zurück, Gefäß. Ich hab einen Hammer. Ich habe einen Felsen. Das ist ein Felsen. Pioniere sind meilenweit auf den Dingern geritten. Mein Jackenschwamm will Breakdance machen. Wollte auf einmal die Löffel her, der Thaddeus. Ja, und ist er was für dich? Ja, toll. Das einzigste, was er. Ich habe dann plus 40 Rüstung. What? Was denn für einen guten Helm dann? Mein Helm hat 151 Rüstung. What? Ich habe nur 36. Da kann ich dir auch nicht helfen, Boy. Ja, dann gib mir den Zeug, wenn du den nicht benutzt. Also? Ja, alles andere wird dann schlechter. Ich habe dann schlechtere Ausdauer, schlechteren Widerstand gegen verringerte Nieren. Das einzige, ich krieg dann 40 mehr Rüstung, ey. Ja, kein Nekrose-Schaden oder irgendwie sowas hier. Da klang doch irgendwie so, ja, was. Ich habe, wenn ich den Helm anziehe, habe ich dann 44% weniger nekrotischen Schaden, ey. Okay, ja, dann gib mir den Zeug. Weil mein Helm, den ich jetzt trage, der gibt mir 44 plus nekrotischen Schaden. Ja, gib mir jetzt zurück, hallo. Geht leider nicht. What? Warte mal. Guck mal, Daniel. Geschenk.
Und wiederholen ist gestohlen. Hm? Hast du gesehen, wie viele Rüstungen da? Ich habe nur 36 Rüstungen auf meinen. Da kann ich dir auch nicht helfen, du Junge. Was hat denn hier noch? Zauberschaden, Diener, Zauberschaden. Hey, Riesenbaby. Ja. Ich glaube, ich wirklich nur so einen gelben Helm, ne? Ja, ich habe einen Lila, ne? Warte mal, wo wir sehen. Ich habe einen gelben, der hat 51 Rüstung. Ich habe wieder so einen Felsen und Stein, was ist das? Ey, geh weg. So, irgendwie sehe ich aber nicht, wie sich das verändert an meinem Aussehen. Ich habe zwar nichts an Nekrose Schaden, aber hey, was soll's. Vielleicht überlebe ich als den einen Angriff von den einen Typen. Irgendwie schneller oder bin ich mal neu? Ach so, ich habe so ein. Okay. Oh, ich bin fertig, ja. 32 raus, ja. Oh mein Gott. Uff. Läuft der die ganze Zeit mit voll dem geilen Helm rum, ey. Habe ich schon ewig, ey. Weißt du, wenn ich das letzte Mal irgendwann ausgetauscht habe, ey. Ach. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ey.